Okay, der Baum heißt Vesperion, okay. Interesting. Und zack. Gone. Wer ist die? Okay. Interesting. Black Mitrans that appeared on your way to Vesperion. While Vesperion was still intact, a broken pulley lift prevented you from reaching Moonshade Town. Suddenly, a mysterious being bathed in light appeared so eine Base aufgebaut. And led you to the top of the great tree. Hier drüben. Ich gewartet habe. Ich bin so glücklich. Ja, was ist denn? Was ist denn los? Weiß auch nicht. Okay. Weiter. Das ist richtig. Gleitverwandlung. Okay. Behandlung Weißkopfadler. Nice. It's open. Nice. So. Zack. Aber ich bin kein Adler. Sondern ich bin ein Schwan oder was das ist. It's too risky to move our troops now. Damn it! With the pulley destroyed, reinforcements can't reach us! Is there some way? Oh, someone's coming! Yeah, someone's coming. Hello, Clay. You, how did you get here? I thought the pulley lift was broken. I don't really understand what you're saying, but if you got here with the glide morph, you must have the power of a star fragment. I hear that those with the power of a star fragment can communicate with mysterious entities. Forgive me. My name is Clay Cartin, from the Resistance. For some reason, you seem kind of familiar. Familiar? Eine jüngere Invasion von 10 Jahren, okay. Oh, I see. You escaped with me. I'm glad to see you're safe. But now's hardly the time to chat. For now, will you lend us your strength? Ja, von mir aus. Thank you. Captain Kyra and I will fight the Archeum forces on this side and find a way to get in. We'll need you to go into town and rescue the residents with the resistance. Jo, kann ich machen. Careful. When this is over, let's be sure to meet again. After arriving on Marma. Back. Mit den Boys. Ich finde das echt cool, dass ich mir jetzt mal Zeit lassen kann und hier so einfach auch ein bisschen rumgucken kann, ne? Wenn man dann irgendwie mit Freunden spielt und so, dann hat man nochmal, dann rusht man hier überall durch, kann sich die Sachen nicht angucken. Guck mal, hier sind nämlich auch noch Kinder und so. Ah. Man kann das gar nicht so genießen, ne? Also, ich empfehle euch nur,
Macht das auch mal. Geht mal hin und genießt einfach mal wieder ein bisschen Videospiele, ne? Genießt sie wieder so ein bisschen. Okay, ich bin noch gar nicht richtig drin, oder? Anscheinend doch. Ja. Spear of Fury. Hä? Achso. So. Ja, ich brauche noch so einen. Vielleicht muss ich doch noch so einen Himmel reinnehmen, um mich selber healen zu können. Mach mal auf, ja. Mach mal up. Mach es mal up. Okay. Was ist das denn für eine Axt? Die ist big. Na, big boy. Nice. Hello, big boy. Gehen wir hier mal raus. Ja, ja. Hä? Weg mit ihm! Bringen wir uns mal raus hier. Okay. Vergebe euch niemals. Ja, ja. Oh, he's mad. Oh. Oh. His eye is his weakness. Zack. Bei uns vielleicht auch. Wütendes Star Fragment, okay. And dead. Das war eine kurze Story. Was? Oh. I'm sorry, child. I'm sorry, child. Wake up! Oh, Benny! Strange, I wasn't told about any serious injuries.
Hey, are you awake? Do you recognize me? Yes. Oh, nice. You wait here. I'll call the healer now. The child who lost everything here 10 years ago now challenges the might of the Arkham Legion. Oh. Starborn bravery and determination forged in celestial fire. All right. Wir nehmen mal den hier noch mit rein. Endlich wach, natürlich. Weggesprengt haben wir den. Boom! Ab in deine Fräsen. Nein, ich erinnere mich nicht. Ja, uiuiui. Nur hier. Aber, ja, geht's hier. Ja, man fühlt sich ein bisschen seltsam an. Mhm. Okay, dann gehen wir mal zu Clay. Was haben wir denn hier für... sind wir denn jetzt eigentlich? Okay. Also Vesperion ist wirklich der Baum. Ah. Und Dunkelmond liegt halt dahinter. Und dann haben wir hier die Dämmerspitze. Okay. Da sehen wir es auch wieder. Wollen wir? Ich geh mal gucken. Kann ich? Oh, no. Alpha Wall. Schade. Schade, 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 schade. Da wäre ich jetzt gerne mal gucken gegangen, ey. Da wäre ich ja jetzt gerne mal gucken gegangen. Das Puzzle gewesen, ja. Naja, okay. Hey, you. Heiler unterwegs. Hallihallo, Lotti. The pulley? Don't worry. We- What happened? Do you have any idea how worried I was? Ja, ganz ruhig. Tut mir leid. Hallo? I thought something happened to you. Ja. Clay is waiting inside. So hurry up and go see him. Ja, ja. Mann. If the pulley wasn't broken, I would have kicked way more ass. I heard someone took down that giant orc alone. That's crazy. Ja, ich war das. Nobody else could put a dent in that beast. Ich war's, ich war's. Did you see that purple glow at the time? I'm glad we won and everything, but something feels off. Come on, what's the worst that could happen? We won, and that's all that matters. Genau. Schum schum. Kiara, danke. Ne, Kyra. Oh, you're finally awake. Come this way. Come this way. Ja, ich bin doch schon da. Thanks to your defeat of King Vert, we were able to fight off the Arkium. Mhm. The portal in the sky has closed as well. Nice. Ich nicht mehr, was passiert ist. You were about to be killed by King Vert when your star fragment went into a frenzy and overwhelmed the enemy. If you hadn't been able to defeat him, none of us would have survived. Mhm. I'm thankful the Elder protected you 10 years ago, so that today we could stand together to defend Wisp Island. Speaking of which, I'm sure you feel guilty over what happened to the Elder. You didn't cause his death. You should know that. Please, don't blame yourself. Habe ich nie getan. Warum soll ich mich dafür blamen? Ich war ein Kind. Hä, was hätte ich denn machen sollen? Also legit, was hätte ich denn machen sollen? Naja, gut, okay. Ich versuche das so zu sehen. Your power, it's clearly too dangerous to leave as is. When a star fragment's power overloads like that, it takes a heavy toll on the bearer's body. It could even kill you. Carrying such a powerful star fragment makes you a target for the Arkium too. A decade ago, Kazar and Calanthea invaded this island precisely to steal that power for themselves. Mm-hmm. That power is unpredictable when it's in a frenzy. It will hurt innocent bystanders who get too close.
Okay, was müssen wir machen? A friend named Martine in Castleton, a town in Lasslin. She's researching the effects of star fragments. I believe she can help you. Here, take my token. Show this to the storage manager named Melky, and he will help you. Okay. Yeah. When you are ready to leave, touch Luna Zero's head to temporarily enhance your glide ability. That should get you all the way to Castleton. Hm. I wish you all the best. Luna, oh! Freund, immer zusammen. Okay. Let's touchy touchy. Off you go. Bye bye. Vielleicht sieht man sich ja noch mal irgendwann in 500 Jahren. Tschu. Okay, das ist wirklich ein arschlanger Weg, ne? Nee, habe ich nicht. Dieses kleine Problem. Helpy. Ich bin Helpy. Okay. Hm. Sei präsent. Tschu. Nice. Sieges habe ich bis jetzt auch noch keinen gemacht, weil keine Gilde. Also, das heißt keine Gilde, halt quasi nur mit Freunden eine Gilde aufgemacht. Und, aber keine aktive, wirkliche, richtige Gilde. Server. Grund. Easy Anti-Cheat. Ach, herrlich. Dabei wollte ich mir doch nur das Video angucken. Beginnen wir mal das Spiel. Thanks to the Star Fragment's power, the island is safe for now. Okay. Okay, wenigstens sind wir dann hier. Aber war, glaube ich, eh nicht mehr lang. Das Video. Aber war cool. War auf jeden Fall cool. Dann gehen wir mal weiter und gucken uns hier mal so ein bisschen um, ne? Wir sind echt quasi keine Leute mehr, ne? Das war so heftig voll hier bei Start, ne? Das war richtig, richtig krass. Und jetzt einfach keiner mehr. Warte, was ist das? Ein Appell an die mutigen Bürger Lasslans. Wir marschieren los, um unsere Brüder zu retten, die tapfer für den Norden gekämpft haben. Es ist, was der Arkham Legion von Revan Lupus Nyx eingenommen, sich durch Taldere gekämpft und die Grenzen zum Norden Lasslands überschritten. Sie erobert Tag für Tag mehr Land in Solisium und haben 9 entscheidende Schlachten gewonnen. Die grausame Arkämpfung hat auf ihren Feldzügen unzählige unschuldige Negermetzer versklavt und steckt
Tempel in Brand. Wenn sie Augen vor diesen Gräueltaten verschließen und ihnen nicht widersetzen, werden sie bald in unser Land einfallen, unsere Familien abschlachten und unsere Städte zerstören. Okay. Nur für euch die alliierte Streitkräfte des Widerstands dazu auf, euch unsere Sache anzuschließen. Gemeinsam können wir unsere Brüder und Schwestern retten und die niederträchtige Arkium-Legion vertreiben. Dies ist ein himmlisches Dekret, das all jene von uns, die an Gerechtigkeit glauben, ihrer Pflicht gemahnt. Stellvertretender Kommandant der alliierten Kräfte des Widerstands von Lossland, Liam Slater. Okay, oder Liam Slater. Okay. Interesting. Arbeitskohle? Nein. Nice, nice. Also die haben auch Golems. Da muss ich nicht mehr morphen und muss die Tür aufmachen. Oh, ich kann meine Belohnung wählen. Was wählen wir denn für eine Belohnung? Ich gehe mal davon aus, wir wählen Mana. Mana hört sich gut an. Zieh mir das Hütchen an. Nice. I have a wizard head. Nice. Was haben wir hier? Unter Reveal Lupus Dämon von Solium. Lupus, als niederträchtiger Abschaum verdient es, in zwei gerissen zu werden. Solium wird deine Verbrechen nie vergessen. Reiß diese unansehnliche Statue ab. Dieser Schandfleck besudelt unsere sonst so schöne Stadt. Überdenkt, wie viele Menschen Kasars Marionetten zum Opfer fielen. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr stößt mich ab. Der Fackel des Heiligen. Lupus war eine Marionette. Was meinst du damit? Erzähl mir mehr. Kasar kontrolliert man will. In der Hauptstadt war sich bereits Gerüchte. Haarfackel des Heiligen. Haarfackel des Heiligen, okay. Hey, bist du einer von denen? Sprichst du ihn längst von seinen Sünden frei? Andere Stimme. Nein, das ist keine Lüge. Das ist die Wahrheit. Sieh doch, Rivi ist tot. Doch Arkham steht noch. Kasar, mein Gott. Wir wurden von den Barbaren aus Sinsern getäuscht. Wir können uns über kein Urteil erlauben. Ich glaube nicht ein Wort davon. Dreckiger Betrüger. Ich werde nie vergessen, was du getan hast. Eines Tages werde ich verdammte Statue einschmelzen und zu Hufeisen verarbeiten. Okay. Was für eine Statue. Die da? Oh, die wollen die echt niederreißen, ne? Die wurde auch voll beschmiert und so. See that smashed head? I did that. Me. Okay. Oh, brother. Welcome, brother. Warum wollen die das niederreißen? Was hat er denn getan? Well, if there's anything you want to know, ask away. Ja. Er sucht eine Martini. Wie redest. Bei meinen Freunden heißt ich jedenfalls keiner so. Wenn du dich stipuliert willst, hau ich ab. Ich höre das Teich für Clay. Das gehört echt Clay. Mann, du kennst Clay? Martin, eben musst du untertauchen. Du musst mit der Priesterin sprechen. Okay. Ja, dann sprechen wir doch mal mit der Priesterin. Guck mal, da ist die Priesterin. Jetzt kann man auch so richtig gut eigentlich die Story spielen, weil es sind echt wenig Leute hier unterwegs. Es ist nicht so heftig crowded. Und ich muss ehrlich sagen, das macht es sogar sehr angenehm. Und das fühlt sich dann auch sogar echt noch belebt an, weil gar nicht so viele hier rumstehen. Und, also richtig spielbar. Richtig spielbar, so. God cherish us all. Ist das da? Steht da was? Nee. Okay. Achso, und wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Oh, das hätte ich vielleicht direkt am Anfang sagen müssen. Links in der Ecke ist vielleicht so ein bisschen gekrisselt. Ich habe da einen Filter drüber gelegt. Das ist dann wahrscheinlich auch in den Cutscenes so. Es tut mir leid. Aber ist besser. Also gerade, dass der Chat nicht lesbar ist, etc., weil, wie gesagt, ich livestreame das Ganze ja auch. Ergo,
ist vielleicht ein Ticken besser, das so zu machen. Gut. Priesterin von einer. Was haben wir da? Sprich mit der Priesterin. So, nach Aufnahme verteilen nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist so ein, so dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button. Den könnt ihr mal smashen. Und vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da. Und ich freue mich drüber. Dankeschön.